Wälder, Wiesen und die Weiten des Schalsees. Willkommen im UNESCO-Biosphärenreservat Schalsee. Die Region ist schon seit Jahrhunderten ein Refugium vieler Arten, die andererorts längst verschwunden sind. Wie selbstverständlich leben und brüten hier Kraniche. Und auch Seeadler gehören am Schalsee natürlich zum Landschaftsbild. Mensch und Natur sind am Schalsee eng verbunden. Die Fischerin Diana Rehbohm nimmt den Leiter des Biosphärenamtes gern mal mit auf den See. Der studierte Fischereibiologe hört Diana Rehbohm dabei gern zu. Man findet gerade bei den Akteuren so einer Region in jeder Branche, in jedem Feld tolle Ideen. Es ist ein Geben und Nehmen und das kriegt man nur hin, wenn man draußen vor Ort unterwegs ist. Eine Landschaft, die immer wieder eine Exkursion lohnt. Und mittendrin viele interessante Ziele, die Regionalmarkenpartner der Biosphäre Schalsee sind. Herzlichen Glückwunsch, ihr habt es geschafft. Jetzt könnt ihr euch die Plakette ans Haus hängen. Oh, wie mit dem Label für Leib und Seele werden Akteure der Schalsee-Region ausgezeichnet, die besonders nachhaltig arbeiten. Rund 100 Mitstreiter umfasst dieses Netzwerk schon. Gärtner, Gastronomen, Bauern und Künstler, die sich regelmäßig treffen. Bildungsarbeit im Biosphärenreservat. Unter Anleitung einer Rangerin werden Kindergartenkinder zu Bachpaten. Und Spaß macht's auch. Jugendliche arbeiten mit Spektiv und Fernglas. Die Vogelzählung wird zum kleinen Abenteuer. Besonders, wenn es um Exoten geht. Da wird sich der Bauer nicht freuen. Auch über die Entwicklung der Nandus führen die Biologen der Biosphäre Schalsee genau Buch. Unscheinbar, aber effektiv. Im Nahbereich des Schalsees hat das Amt Drainteiche angelegt. Die meisten der Nährstoffe von den umliegenden Äckern werden darin abgebaut, bevor das Wasser in den Schalsee gelangt. Ich glaube, es ist einer der schönsten Biosphärenreservate, die wir überhaupt in Deutschland haben. Und dann im Übrigen auch die Querverbindung noch an die Elbe. Und auch das leitet Klaus Jamatz ja mit dem Team hier. Das ist schon etwas ganz Besonderes in Deutschland. Darauf können die Menschen stolz sein. Der Landwirtschaftsminister auf dem Moor-Erlebnispfad. Hier gibt es mittlerweile ganz viele Partner mit der Marke für Leib und Seele, wo wir regionale Produkte entwickeln, wo wir aber auf der anderen Seite Naturschutz betreiben, wo wir aber auch Artenschutz und Klimaschutz betreiben und wo wir national und international Gäste immer wieder auch begeistern für Deutschland, für Mecklenburg-Vorpommern und für den Natur- und Ressourcenschutz. Das Biosphärenreservatsamt arbeitet in vielen Bereichen, um die Region weiterzuentwickeln. Die Amtsverwaltung in Zarentin ist gleichzeitig Informationszentrum. Das Palhus informiert über alle Aspekte des UNESCO-Biosphärenreservats Schalsee. Amtsleiter Klaus Jamatz freut sich über das große Interesse. Es bestätigt ihn in seiner Mission. Ein Biosphärenreservat der UNESCO als Modellregion für nachhaltige Entwicklung ist kein Naturschutzgebiet in dem Sinne, sondern eine Region, in der Beispiele praktiziert werden, wie die solche Region sehr modern und zukunftsfähig wird, unter den natürlich Aspekten des Umweltschutzes. Und das sind die großen Herausforderungen, die uns jetzt treiben, immer wieder auch diese neuen globalen Herausforderungen im Kleinen anzupacken. Und das gelingt mittlerweile sehr gut mit sehr vielen Partnern, ob das kommunale Partner sind, private Partner oder Organisationen, Verbände. Und das sind die Dinge, die nie enden werden. Also man ist mit so einem Projekt nie fertig. Das UNESCO-Biosphärenreservat Schalsee ist ein Modellprojekt, das sich den wachsenden Herausforderungen dieser Welt stellt. Wir sind Biosphäre, UNESCO-Biosphärenreservat Schalsee.